you just paused the game. This doesn't help at all. Are you an idiot? Everyone knows pause button. In what fucking game is the pause button shoot? Also das Wort High im Titel des Spiels kommt nicht von ungefähr. Denn ich glaube, das waren auch die Entwickler des Spiels. So glad you picked me up. Well, let's keep going. What are you watching in there? I guess it's supposed to be porn, but it's like alien porn, so I don't know. I honestly have no idea what I'm watching. I mean, I was able to get off to it, like, after a while. Honestly, now I love it, though. Not sure why they want me to jack off this much, but, you know, I'm happy to do it. Like, all the tentacles and the moving parts, it's, I don't know, there's something really endearing about it. Yeah, I like it a lot, actually. I mean, if I ever get out of here, I hope I can, like, bring this with me, at least. I mean, I don't even think I could go back to normal porn after this. All right. High on Life, ein Spiel, was ich wirklich nicht so krass auf dem Schirm hatte, es dann aber durch so ein paar widrige Umstände trotzdem irgendwie in meine Hände fiel und ich dachte, hey, komm, versuch's es doch mal. Und ich habe im Vorfeld halt schon nur so gehört, dass das Spiel einen sehr kranken Humor haben soll und wie krank der ist, ja, das sehen wir jetzt gleich. Story kann man eigentlich relativ schnell abhandeln. Man spielt einen namenlosen Typen, der den ganzen Tag nur zockt und sonst nichts mit seinem Leben anzufangen weiß und währenddessen noch von seiner leicht drogenabhängigen Schwester genervt wird. Oh my god, don't give me that look, Nark. What are you mad that I'm throwing this party tonight? It's fine. Mom and Dad are gone for a whole fucking week. We can do whatever we want. Here, come on, try some. Als die beiden gerade mal dachten, dass sie das Haus für sich hätten, überfallen plötzlich Aliens von dem gefürchteten G3-Kartell die Erde mit nur einem Ziel: Menschen zu fangen und sie zu Drogen zu verarbeiten. Ihr, der Spieler, gerät also wieder mal zwischen die Fronten und findet währenddessen eine sprechende Waffe, eine sogenannte Gatling. Und weil ihr ja natürlich schon so viel Training dadurch habt, dass ihr nur Videospiele zockt, bekämpft ihr die Aliens ohne Kompromisse. Did that thing just spit all over? Finally! Oh my god, finally I'm free, thank god! What a nightmare! Listen, can you pull the inhibitor chip out of me? It's the metal thing stuck in me, just pull it out! What the fuck is that? Oh, that feels so much better, thank you. Yeah, sorry about the spit. I needed to get you infected with the translator microbes. That's sort of how it works. I guess you guys don't have those here yet. Listen, my name's Kenny, I'm a Gatling. We gotta move. What is it? Das Ganze eskaliert aber ein wenig, sodass ihr und euer neu gewonnener kleiner Freund die Beine in die Hand nehmen müsst und mit eurem gesamten Haus in eine andere Galaxie warpt, um sich dort mit einem abgehalfterten Kopfgeldjäger zusammenzutun und jetzt mit Hilfe dieser sprechenden Waffen das fiese Kartell zu bekämpfen. Enough talk. Just be a gun for a second. You, hairy kid, put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead, try it on. What choice do we have? Wow, you look great, kid. Natural. Definitely not gonna die on your first bounty. All right, I guess we'll give it a shot, but I don't know about this. Das könnte an sich ja wirklich eine ernsthafte Story sein, die vielleicht auf so eine ja ziemlich krasse Rachegeschichte hinauslaufen könnte, aber da das Spiel zu teilen oder vielleicht auch komplett, da weiß ich leider zu wenig drüber, von den Machern gemacht wurde, die auch hinter Rick und Morty stecken, kann man sich da schon erahnen, dass das nicht alles ganz so, ja, sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Und das macht das Spiel auch von Minute 1 direkt klar. And done, finally! Okay, that honestly doesn't sound so bad. Not bad, it's terrific. Sobald man in dieser Alien-Welt angekommen ist, sieht man das natürlich auch an dem Grafikstil. Der ist sehr bunt, aber auch halt der Stil der Charaktere und dieser Welt, das wirkt alles wirklich nach Rick and Morty. Und ich muss halt leider gestehen, dass ich bis heute nicht eine Folge Rick and Morty gesehen habe, deswegen kenne ich mich damit nicht so aus. Aber ich sag mal so, das Spiel hat mich vielleicht sogar dazu veranleitet, das jetzt mal in Angriff zu nehmen. Was das Gameplay angeht, sieht man es einfach. Es ist wirklich ein Standard-Oldschool-Shooter, nenne ich mal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der ist absolut nichts Besonderes. Also das Spiel spielt man tatsächlich nicht wirklich wegen dem Gameplay an sich, sondern eher wegen dem Humor, nehme ich mal an.
Denn ihr lauft halt durch relativ geradlinige Levels, die hier und da mal ein bisschen offener sind, wo dass man auch mal ein bisschen was erkunden kann, aber wirklich auch nicht allzu groß. Und ballert halt mit einem sehr simplen Shooter-System alles nieder, was ihr so finden könnt. Die Waffe, die ihr am Anfang findet, mit dem Namen Kenny, ist coolerweise nicht die einzige Waffe, die ihr findet, sondern auf eurer Reise begegnen euch noch ein paar andere, die ihr aus der Gefangenschaft der Aliens befreit, die sich dann euch anschließen. Und jede davon hat auch eine eigene Persönlichkeit, weil halt diese Waffen an sich nicht wirklich Waffen sind, sondern halt eine andere Lebensform von einem anderen Planeten, die nur als Waffen missbraucht werden. Und jeder von denen hat, wie gesagt, eine andere eigene Persönlichkeit und so einen eigenen Charakter. Und das macht immer Spaß, dann zwischen diesen Waffen hin und her zu wechseln und sich von den anderen Charakteren so blöde Sprüche anhören zu müssen. Oh my God, you brought me back out! I am so sorry for whatever I did to make you not want to use me again for a while. I will never do whatever that was again. Und weil das halt auch so eine Alien-Rasse ist, gibt es in diesem Spiel auch keine Munition. Also ihr habt schon Schüsse, die irgendwann leer gehen und da müsst ihr nachladen, aber ihr müsst keine Munition aufsammeln und so weiter. Die habt ihr im Prinzip unbegrenzt. Nur, wie gesagt, nachladen muss man halt immer noch. Die ganzen Waffen, die ihr findet, haben auch alle eine Primär- und Sekundärschießfunktion, die euch auch teilweise dabei helfen, in den Levels voranzukommen, weil ihr dann ja mit einer bestimmten Fähigkeit entweder, ich weiß auch nicht, die Zeit verlangsamen könnt oder ihr könnt Dinge in die Wand schießen, wo ihr dann draufklettern könnt. Das ist schon ganz gut, denn das ist auch so ein kleiner Teil des Gameplays, diese Erkunden und dann auch so ein paar Plattformpassagen, sage ich mal, wie in so einem 3D-Jump'n'Run, aber die sind auch wirklich alle nicht anspruchsvoll, lockern das Gameplay halt hier und da so ein bisschen auf. Die Gegner, die ihr trefft, sind auch optisch ab und zu recht unterschiedlich, aber zum Großteil bekämpft ihr auch dieselben Gegner und die unterscheiden sich auch nicht so wirklich von ihren Angriffsmustern. Es gibt dann halt bei denen auch verschiedene Klassen, wie auch mal einen Scharfschützen und so weiter. Aber die habt ihr auch alle schnell raus und meistens hilft auch das Wilde drauf losballern, dass ihr sie besiegen könnt. Da sind die Bossgegner dann schon eine etwas andere Herausforderung, aber da ist auch nichts dabei, was man nicht schon mal irgendwie gesehen hat. Als Zweitwaffe bekommt ihr auch ein sprechendes Messer, was es total geil findet, irgendwas aufzuschlitzen und es euch auch immer wieder daran teilhaben lässt. Oh, don't be such a goddamn baby. I'll do all the messy work. Just go up to a corpse and let me go wild. Oh God, I can't look. I can't. Oh, fuck no, she's a gusher. Can we just take in, like, a fingernail, some spit, maybe a blood sample? Yeah, sure. Could have, I guess. Das könnt ihr nicht nur zum Nahkampf benutzen, um manche Gegner auszuschalten, sondern könnt damit auch vorgegebene Abgründe überwinden, indem ihr es irgendwo einhakt und euch dann irgendwo langzieht und so. Und das bindet sich auch ganz gut in dieses Gameplay ein. Mit dem Messer könnt ihr auch Truhen öffnen, die in der ganzen Spielwelt versteckt sind, die dann eine Währung enthalten, die ihr dann in Geschäften und so weiter ausgeben könnt, um euch neue Upgrades für Waffen zu kaufen, damit sie vielleicht ein wenig stärker werden oder die Sekundärfähigkeit irgendwie ein bisschen eindrucksvoller wird und ein bisschen flächendeckender bei manchen Waffen. So viel jetzt zum Gameplay, weil wie gesagt, das ist wirklich nicht das Highlight des Spiels und jeder, der mal irgendwie einen Shooter gespielt hat, kommt damit ganz, ganz gut klar und wird aber auch feststellen, dass man wahrscheinlich auch schon mal Besseres in dem Genre gespielt hat. Aber wie gesagt, es funktioniert gut, es lässt sich gut steuern, man hat da nicht wirklich Probleme und das Ganze ist aber wirklich auch nur die Verkleidung dafür, was das wirkliche Highlight ist und das ist schon wie angesprochen, der Humor. Whoa, 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 what are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just because your gun said not to. Just because you... I am not shooting a kid. Ah, you shot me, I'm dead. All right there, are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Yeah, normally, killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy now? We killed a kid. A kid is dead now. There goes our E for everybody rating. Denn der ist nämlich so gut, dass es mich wirklich sehr lange gefesselt hat, dieses Spiel, und ich lauthals loslachen musste öfters mal, was ich bei Spielen relativ selten habe. Und gerade Humor in Spielen ist ja auch so ein schwieriges Thema. Aber der Humor, der ist teilweise so einfallsreich, gleichzeitig aber auch irgendwie gewitzt, aber auch absolut krank teilweise. Und das ist so eine Mischung, die kriegen nicht viele hin. Und man merkt einfach auch selber, dass die ganzen Voice Actors dafür mega Spaß daran hatten. You can run, you know. I don't know if you do that.
Try hitting the button on your screen. I can't say the name of the button, because I have no fucking clue what kind of controller or keyboard you're using. Das Voice Acting gibt's auch nur auf Englisch, also das ganze Spiel ist nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, was auch sehr gut ist, weil ich glaube, würde das auf Deutsch synchronisiert werden, dann würde da unglaublich viel Witz und Humor verloren gehen, weil man viele Sachen einfach gar nicht so ins Deutsche überbringen kann. Das Problem ist allerdings, dass die Untertitel hier für Leute, die jetzt nicht so gut Englisch können, relativ fehlerhaft sind. Die werden manchmal nicht richtig eingeblendet oder die Leute sprechen schneller, als der Untertitel irgendwie da steht. Manchmal wechselt das Spiel dann auch plötzlich auf englische Untertitel zwischendurch und so und das muss dann noch gepatcht werden. And you're probably wondering, why nothing's been built yet? Well, I might have got a little bit sidetracked. Drawing up blueprints takes a lot out of me, you know? So I unwind with a little Fergal or two. Sue me. But we're making good progress, yeah? Or will be soon. Another thing. Check out the scale model of the new Delarmo land, because it's got a lot of detail. It's going to be the planet's only all-inclusive pansexual drug bazaar. On the beach, you can get your rocks off while getting your surf on. Aber ihr werdet auf so viele Sachen in diesem Spiel stoßen, die einfach so unfassbar lustig sind, die man danach auch noch lange zitieren kann. Wobei ich mittlerweile, muss ich sagen, auch schon wieder die Hälfte vergessen habe, weil da manchmal so ein Gag-Feuerwerk abgeliefert wird, dass man sich das gar nicht alles merken kann. Aber es gibt halt so zwei, drei Momente, die mir immer noch im Gedächtnis geblieben sind und da wahrscheinlich auch noch lange bleiben werden, weil der Humor einfach ja seinesgleichen sucht, sag ich mal. Weil auch so oft einfach die vierte Wand durchbrochen wird. Also manchmal merkt man einfach, die Charaktere im Spiel wissen, dass sie in einem Spiel sind und machen dann manchmal so Referenzen auf andere Spiele oder so, die man versteht. Oder ja, bauen halt so wirklich so vierte Wand-Gags ein. Wie zum Beispiel, es gibt einen Bossgegner relativ spät im Spiel, der einfach, um euch zu ärgern, euch eine Trophäe gibt, beziehungsweise ein Achievement, die so viel heißt wie 15 Stunden lang in einem Alien-Stripclub verbracht haben. Nur um euch zu ärgern und sagt dann noch dabei, dass eure Freunde das jetzt immer sehen können und denken, ihr würdet wirklich 15 Stunden lang in einem Alien-Stripclub hängen. How you doing? Need some motivation to keep going? How about an award? Here, take this one that says you spent all your in-game playtime at an Alien-Stripclub. Oh, that's permanent, by the way. Everyone on your friends list can see that forever now. Das ist so die Art von Humor, die man da erwarten muss. Ihr habt auch während des Spiels im Prinzip ein Hauptquartier, da ihr euch ja mit eurem Haus weggeportet habt am Anfang des Spiels. Seid ihr nämlich in einer Stadt gelandet, auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie, und zwar in Blim City. Und das ist so eure Hubwelt, würde ich mal sagen. Und da könnt ihr euch auch dann frei umgucken und so weiter und auch mit Leuten interagieren und findet da auch wirklich ein paar lustige Sachen. Zudem habt ihr auch noch euer Haus, wo dann, ja, wie schon am Anfang angesprochen, so ein abgehalfterter Kopfgeldjäger sitzt, der euch helfen will, der die ganze Zeit nur eure Couch voll sifft und den ganzen Tag nur Fernsehen guckt, mit wirklich echt eingespielten Filmen, die da laufen, weil die sich anscheinend wirklich viele Rechte für ziemliche Schundfilme gesichert haben, die sie dann einfach im Hintergrund ablaufen lassen können, was auch einfach sehr lustig ist. Eine Kleinigkeit gibt es da aber noch, und zwar könnt ihr von Gegnern, die sich mit sogenannten Warp-Basen zu euch warpen, wenn ihr die besiegt habt, dann könnt ihr aus diesen Basen Warp-Kristalle klauen, die ihr dann auch als Währung benutzen könnt, um euch dafür Warp-Scheiben zu kaufen. Die könnt ihr dann in euren Anzug einsetzen und an vorgegebenen Punkten in der Spielwelt könnt ihr euch dann so kleine Zusatzlevel herwarpen. Was auch schon mal sehr lustig ist, weil normalerweise, wenn man an Warpen denkt, denkt man einfach, man selber warpt sich irgendwo hin und ist dann irgendwo. Aber in dem Spiel ist es auch umgedreht. Da warpen die Sachen nämlich zu euch. Das heißt, mit einem Spiel kann es zum Beispiel auch mal passieren, dass einfach so ein halber Highway einfach in der Welt vor euch auftaucht, weil ihr den gerade daher gewarpt habt und aus einer anderen Welt gerissen habt. Und die Leute da drauf finden das gar nicht cool. You suck! Hey, look at this hunk of junk you're driving. You get it out of a cereal box or some shit? You look like a loser. You look like a fucking loser. Aber da könnt ihr euch auch so ein paar kleinere Levels herwarpen, die einfach so eine, weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, eine kleine Geschichte erzählen, aber die einfach auch vor so krankem Humor stecken. Da kann man sich zum Beispiel auch ein Kino herwarpen, wo man sich wirklich in voller Länge einen kompletten Film angucken kann, einen echt gedrehten Film, den es auch tatsächlich gibt, weil dafür haben sie auch sehr günstig die Rechte bekommen, haben sie mal erzählt. Und in diesem Kino sitzen halt drei Aliens vor euch in der ersten Reihe und die reden die ganze Zeit über im Film
Und das sind anscheinend irgendwie drei Entwickler oder drei der Autoren, vielleicht auch drei der Sprecher, die einfach für den kompletten Film einen Audiokommentar machen und sich teilweise wirklich einfach nur über den Film lustig machen. Und ich habe das gemacht. Ich habe da wirklich anderthalb Stunden gesessen und habe mir diesen Schundfilm angeguckt und mir diese lustigen Kommentare von denen angehört, weil es einfach so unglaublich unterhaltend war und auch echt so ein kleiner Magic Moment für mich. Oh my goodness gracious. My grandfather went the exact same way. But got burnt on a cross in 1931. It was a lot more common back then, right? I don't know. Es gibt auch so ein paar verstörende Sachen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch eine Toilette herwarpen, wo dann auch sehr fragwürdige Dinge passieren, sag ich mal. It's coming! Oh God, I don't want to watch. That's the stuff! Keep it coming! Aber das ist halt die Art von Humor, die man mögen muss oder halt nicht. Also wenn ihr nicht auf so Pipi-Kaka-Humor steht, dann ist das Spiel halt nichts für euch. Aber der Humor bezieht sich ja nicht nur darauf, sondern durchbricht halt auch, wie oft gesagt, die vierte Wand. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Gerade bis zum Schluss, selbst im letzten Endboss-Fight gab es noch so einen Gag, wo ich wirklich laut lachen musste. Das ist echt nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh no, 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 you're destroying everything! Oh my god, you're so big! I didn't realize how big you were compared to our town. Oh my god, it's really obvious now. I just didn't realize how much damage you do. Einen einzigen Kritikpunkt habe ich noch und das ist ein relativ großer und ich weiß nicht genau, ob es nur bei mir so war oder ob es nur an der Xbox-Version lag, die ich hier gespielt habe. Denn ich hatte so ein paar Soundprobleme. Der war nämlich so komisch abgemischt, der Sound, dass ich teilweise Leute nur verstehen konnte, wenn sie mit mir reden, wenn sie vor mir stehen. Sobald ich mich aber dann irgendwie nach links oder rechts gedreht habe, habe ich plötzlich nichts mehr von dem verstanden, was sie gesagt haben, sondern musste sie quasi wieder angucken, damit ich höre, was sie reden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Xbox-Version liegt, ob es an meiner Xbox liegt, ob ich da irgendwas versehentlich falsch eingestellt habe oder so, aber das war so ein kleiner Fehler, der mich dann doch ein bisschen genervt hat. Ja, zusammengefasst kann man sagen, High on Life ist auf jeden Fall ein Spiel, das jeder mal spielen sollte, wer wirklich auf diesen Humor steht. Aber es muss euch halt auch klar sein, dass das Spiel dahinter wirklich nichts Besonderes ist. Das ist so ein Vehikel für den Humor und mehr aber auch nicht. Aber ich kann es nur oft genug sagen, der Humor in diesem Spiel ist so gut. Ich meine, allein das Spiel fängt schon an mit dem Tutorial, wo ihr ein Spiel im Spiel spielt, also so ein 2D-Doom-artigen Shooter, der aber auch schon vor so lauter kranken Dialogen steckt, dass es einfach echt lustig ist. Und die Waffen, gerade Kenny und so, den ihr dabei habt, der ist auch immer so lustig und die lassen immer so gute Sprüche los, dass es einfach echt Spaß macht und man sich über jedes Stückchen Dialog einfach freut. Aber als Spiel an sich ist es wirklich nichts Besonderes, weswegen ich High on Life trotzdem eine 7 von 10 geben kann. Und wäre das Spiel dahinter wirklich noch viel besser gewesen, dann hätte ich auch eine höhere Wertung gegeben. Aber was den Humor angeht, wäre es sogar eine 9 von 10, wenn man nur den Humor jetzt einzeln nimmt, muss ich sagen. Aber so mit dem Spiel dahinter ist es für mich eine 7 von 10, aber es ist ja immer noch eine gute Wertung und es ist auch ein gutes Spiel. Und wer Rick und Morty Fan ist, der wird bei dem Spiel sowieso Spaß haben. Und alle anderen wie ich, die keine Ahnung von Rick und Morty haben, denen hilft es vielleicht dabei, sogar mal die Serie in Angriff zu nehmen, weil der Humor sucht seinesgleichen. Deswegen, wer mal gerne wieder lachen will, kann dem Spiel auf jeden Fall mal einen Blick gewähren. Hey there, I'm Knifey. Stab, stab, yes, more, I need more stabbing. Oh, well, okay. Well, now I can.